Ein genauerer Blick in Warren Buffetts Portfolio. Es ist kaum zu glauben, aber das Jahr 2023 ist fast vorbei. Und was hat dieses Jahr mit sich gebracht? Nun, erstens erleben wir unglaublich hohe Börsenkurse, die einen bemerkenswerten 13-jährigen Bullenmarkt markieren. Zweitens hat sich die Inflation in nur einem Jahr fast verfünffacht. Drittens ist die Wirtschaft heute höher verschuldet als je zuvor, was vor allem auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen ist. Überall, wo wir hinschauen, scheinen wir von schlechten Nachrichten umgeben zu sein. Es kann eine Herausforderung sein, zu entscheiden, wie wir unser Geld einsetzen und welche Investitionen wir in Betracht ziehen sollen. Wenn ich mit dieser Frage konfrontiert werde, halte ich mich am liebsten an Warren Buffett. Er ist bekannt als einer der größten Investoren aller Zeiten. In diesen unsicheren Zeiten, in was investiert er dieses Jahr? Hier ist das Portfolio von Warren Buffett 2023. Aktie 1. Apple. Apple macht 42,78% des ganzen Portfolios aus. Die mit Abstand größte Position von Warren Buffett ist ein Unternehmen, das zweifellos vielen bekannt ist. Apple. Wenn ich Warren Buffett erwähne, beziehe ich mich auf Berkshire Hathaway, die Investmentfirma, die er leitet und über die er sein Vermögen angehäuft hat. Buffett besitzt 887 Millionen Apple-Aktien, die 42,78% seines Aktienportfolios ausmachen. Um das zu verdeutlichen, konzentrieren wir uns auf sein öffentlich gehandeltes Aktienportfolio. Sein Besitz an Apple beläuft sich auf unglaubliche 125 Milliarden Dollar. Diese Position hat eine unglaubliche Größe, denn sie ist viermal so groß wie der Wert seiner nächstgrößten Beteiligung. Warren Buffett begann im Mai 2016 mit dem Kauf von Apple zu einem Preis von etwa 23 US-Dollar pro Aktie. Er kaufte bis zum ersten Quartal 2018 immer wieder Aktien. Bis heute ist der Kurs der Aktie um das 4- bis 8-fache gestiegen, seit er sie gekauft hat. Trotz dieses erheblichen Anstiegs hat Warren Buffett die Aktie nicht verkauft und hält sie weiterhin als seine größte Position. Aktie 2. Bank of America. 14,61%. Die zweitgrößte Aktienposition in Warren Buffetts beeindruckendem Portfolio ist die Bank of America, die zweitgrößte Bank Amerikas. Das ist ein ziemlicher Sprachwitz, nicht wahr? Warren Buffett hat 42 Milliarden Dollar in Aktien der Bank of America investiert, was 14,61% seines gesamten Portfolios ausmacht. Du kannst die Bank of America Corporation an der New Yorker Börse unter dem Kürzel BAC kaufen. Warren Buffett selbst erwarb Aktien der Bank of America, indem er einen Optionsschein mit einem Basispreis von $7,14 kaufte. Im dritten Quartal 2018 erhöhte er seinen Anteil um weitere 30% zu einem Preis von etwa 30 US-Dollar. Wenn man sich den heutigen Aktienkurs von 46 Dollar pro Aktie ansieht, wird deutlich, dass Buffett einen beträchtlichen Gewinn gemacht hat. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV, ist im Vergleich zum aktuellen Markt relativ niedrig und liegt bei 13,8. Außerdem zahlt das Unternehmen eine Dividende mit einer Rendite von 1,89%. Aktie 3. American Express. Der Prozentsatz beträgt 8,66%. American Express, ein bekanntes Kreditkartenunternehmen, steht an dritter Stelle in Warren Buffetts Anlageportfolio. Mit einer Bewertung von 45,4 Milliarden Dollar hat er 150.000 Aktien des Unternehmens erworben, die 8,66% seines Gesamtportfolios ausmachen. Die Aktie ist für ihren wertorientierten Charakter bekannt, was sie für Investoren wie Warren Buffett zu einer guten Wahl macht. Sie wird derzeit bei 173 US-Dollar gehandelt und hat ein relativ niedriges KGV von 18,1 auf dem heutigen Markt. Außerdem bietet sie eine bescheidene Dividendenrendite von 1%. Laut der Guru-Fokus-Analyse des inneren Wertes wird dieser auf etwa 214 Dollar pro Aktie geschätzt, was bedeutet, dass die Aktie mit einem geringeren Wert gehandelt wird. Aktie 4. Coca-Cola. Der Prozentsatz beträgt 7,15%. Wenden wir uns nun Coca-Cola zu, das zufällig eine von Warren Buffetts Lieblingsinvestitionen ist. Ich erinnere mich an ein Interview, in dem er sagte, dass er seine Coca-Cola-Aktien niemals verkaufen würde. Derzeit machen sie 7,15% seines Aktienportfolios aus, das einen Wert von 20,1 Milliarden Dollar hat. Buffett hat diese Investition bereits 1988 getätigt. So besitzt er heute über seine Aktien bekannte Getränkemarken wie Fanta, Sprite, Smartwater und eine Reihe anderer milliardenschwerer Marken. Aktie 5, Kraft Heinz. Der Prozentsatz ist 4,09%.
Buffetts beträchtliche Investition in Kraft-Heinz-Aktien ist ein Beweis für sein großes Interesse an der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Mit einem Anteil von 11,9 Milliarden Dollar ist sie seine fünftgrößte Position und macht 4,09% seines gesamten Portfolios aus. Trotz des Kurseinbruchs in den letzten Jahren wird die Kraft-Heinz-Aktie von vielen immer noch als Wertanlage betrachtet. Sie hat derzeit eine geringe Marktkapitalisierung, eine hohe Dividendenrendite von 4,4% und ein günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis, KGV, von 19,5. Aktien 6, 8 und 10 sind Bankaktien. Der Prozentsatz ist 2,99%. Die 6, 8 und 10 größten Positionen von Warren Buffett sind allesamt Bank- und Finanzwerte. Das bedeutet, dass 5 seiner 10 größten Aktien entweder Banken oder Finanzdienstleistungsunternehmen sind. Moody's, das Finanzunternehmen, mit einem Wert von 8,7 Milliarden und einem Anteil von 3% am Portfolio, steht an 6. Stelle. An 2. Stelle steht US Bancorp mit einem Wert von 7,5 Milliarden und einem Anteil von 2,5% am Portfolio, womit sie die 8. Aktie ist. Schließlich gibt es noch die Bank of New York Mellon mit einem Wert von 3,7 Milliarden, die 1,3% des Portfolios ausmacht und der 10. Aktionär ist. Warren Buffett hat im Jahr 2023 ein großes Interesse am Banken- und Finanzdienstleistungssektor gezeigt. Es ist verständlich, dass man sich nach den Gründen für seine Wahl fragt, und diese Frage ist auch berechtigt. Dafür gibt es ein paar wichtige Gründe. Ein Grund ist, dass du Aktien von Unternehmen besitzen willst, die für das Funktionieren der Wirtschaft und der Geschäftsabläufe wichtig sind. Hier kommen die Banken ins Spiel. Außerdem solltest du bedenken, dass Warren Buffett dazu neigt, dann zu kaufen, wenn Angst und Panik weit verbreitet sind. Das zeigte sich bei seinen Investitionen in den Bankensektor, darunter strategische Käufe von American Express, Bank of America und Goldman Sachs. Diese Investitionen wurden nach dem Börsencrash getätigt und brachten letztlich beträchtliche Renditen ein. Aktien 8 und 9, Verizon und DaVita Healthcare. Der Prozentsatz beträgt 2,92% und 1,43%. Schauen wir uns nun die Aktien an, die nicht zum Bankensektor gehören und übersprungen wurden. Erstens ist da Verizon, ein Unternehmen für drahtlose Netzwerke, das 8,5 Milliarden wert ist und 2,92% des Portfolios ausmacht. Zweitens haben wir DaVita Healthcare, das mit 4,2 Milliarden bewertet wird und 1,4% des Portfolios ausmacht. Das sind Warren Buffetts Top 10 der größten Positionen in seinem Portfolio für 2023. Darüber hinaus sind General Motors und Charter Communications mit einem Anteil von 1,08% bzw. 1,04% an seinem Portfolio die 11. und 12. größte Position. Die übrigen Aktien in seinem Besitz haben jeweils einen Wert von weniger als 1%. Ich werde nicht alle kleinen, unbedeutenden Positionen auflisten. Aber ich werde einige der Interessanten hervorheben, die Warren Buffett hält. Ein bemerkenswertes Beispiel ist Amazon, der E-Commerce-Riese, der in den letzten Jahren ein erhebliches Wachstum verzeichnet hat. Berkshire Hathaway hat auch Snowflake erworben, was sich von Warren Buffetts üblichen Investitionsentscheidungen unterscheidet. Das liegt vor allem an 2 Gründen. Erstens ist es erwähnenswert, dass Warren Buffett sich normalerweise von Börsengängen fernhält, aber dieses Mal scheint er eine Ausnahme gemacht zu haben. Zweitens ist das Unternehmen auf Cloud Computing und Data Warehousing spezialisiert. Diese Investition entspricht nicht Buffetts typischem Investitionsansatz, was darauf hindeutet, dass jemand anderes bei Berkshire Hathaway hinter der Entscheidung zum Kauf des Unternehmens stehen könnte. Kroger ist eine weitere kleinere Position, die Warren Buffett hält und die seine Vorliebe für Einzelhandels- und Lebensmittelunternehmen unterstreicht. Visa ist zwar nur eine kleine Position, die 0,7% des Portfolios ausmacht, unterstreicht aber sein Interesse am Finanzsektor in diesem Jahr. Warren Buffetts Portfolio 2023 nach Sektoren. Wenn wir dieses Portfolio nach Sektoren analysieren, wird deutlich, dass der Technologiesektor mit 43,2% den größten Anteil hält. Das mag überraschen, denn Warren Buffett wird gemeinhin nicht mit der Technologiebranche in Verbindung gebracht. Es ist jedoch erwähnenswert, dass seine größte Investition in Apple, einer bekannten Technologieaktie, liegt. Daher kommt dieser hohe Prozentsatz.
An zweiter Stelle steht die Finanzdienstleistungsbranche mit einem hohen Anteil von 31,7%. Wir haben alle Finanzaktien, die Warren Buffett besitzt, und die Gründe für seine starke Affinität zu diesem Sektor besprochen. Der drittgrößte Sektor ist der Konsumgütersektor mit einem Anteil von 12,7%. Dazu gehören seine Investitionen in Lebensmittel- und Getränkehersteller wie Coca-Cola, Kraft Heinz, Kroger und andere. Was können wir aus dieser Beobachtung lernen? Dass Warren Buffett dazu neigt, in Unternehmen und Branchen zu investieren, die er genau kennt. Er hat ein tiefes Verständnis für die Lebensmittelindustrie, die Verbraucher, den Markt, die Banken und die Feinheiten der Finanzdienstleistungen. Außerdem hat er ein gutes Gespür für die Apple-Aktie, da es sich um ein verbraucherorientiertes Unternehmen handelt. Er hält sich an das, was er weiß, und das sollten wir auch tun. Wenn wir uns mit Technologie und dem Internet gut auskennen, sollten wir in Aktien aus diesen Bereichen investieren. Wenn wir uns gut mit Autos auskennen, sollten wir uns Aktien von Ford, Tesla, Toyota und so weiter ansehen. Für diejenigen, die sich für Schönheit und Kosmetik interessieren, lohnt es sich, die Unternehmen zu erkunden, die in diesem Sektor führend sind und Wachstum verzeichnen. Warren Buffetts Anlagephilosophie unterstreicht, wie wichtig es ist, in Bereiche zu investieren, die wir verstehen und mögen. Die privaten Unternehmen im Besitz. Was ich dir gerade gezeigt habe, sind seine öffentlich gehaltenen Aktien, die er gesetzlich offenlegen muss. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Warren Buffett viele Unternehmen auch privat besitzt. So besitzt er zum Beispiel 100% der Versicherungsgesellschaft Geico. Ihm gehören 100% von See's Candy und Dairy Queen und 99% von Nebraska Furniture Mart. Er hat die BNSF Railway Company für 34 Milliarden Dollar komplett übernommen. Außerdem gehört ihm das Batterieunternehmen Duracell. Buffetts Portfolio besteht aus einer Mischung aus privaten und börsennotierten Unternehmen. Interessanterweise neigt er dazu, einfache Unternehmen zu bevorzugen, die er leicht verstehen kann, wie zum Beispiel Lebensmittelunternehmen, Eisenbahnen, Möbelhäuser und Batteriehersteller. Wie hoch ist der Bargeldbestand? Es ist faszinierend zu beobachten, wie Warren Buffett sein Investitionsportfolio in diesem Jahr geschickt zwischen Bargeld und Aktien ausbalanciert. Insgesamt hat er unglaubliche 310,7 Milliarden Dollar investiert, darunter sowohl seine börsennotierten Aktien als auch seine privaten Unternehmen. Wenn wir uns die Menge an Bargeld ansehen, die er besitzt, dann ist sie ziemlich beträchtlich und beläuft sich auf insgesamt 144 Milliarden an Bargeld und liquiden Mitteln. Der größte Teil davon ist übrigens in kurzfristigen Staatsanleihen angelegt. Das bedeutet, dass 32% seines gesamten Portfolios in Bar sind, während die restlichen 68% in Unternehmen investiert sind. Dieser Bargeldanteil ist relativ hoch, vor allem wenn man bedenkt, dass Warren Buffett normalerweise lieber in Aktien investiert, als Bargeld zu halten. Bargeld verliert mit der Zeit aufgrund der Inflation an Wert, während Investitionen das Potenzial für Wachstum haben. In diesem teuren Markt fällt es ihm jedoch schwer, Wertanlagen zu finden, die er kaufen kann. Deshalb geht er auf Nummer sicher und ist bei all seinen Investitionsentscheidungen vorsichtig. Und das ist es, was Buffett im Jahr 2023 besitzt: eine beträchtliche Anzahl von Bankaktien und Konsumwerten. Er investiert mit großer Geduld, indem er im letzten Jahr nicht viel gekauft hat und seine Barmittel anhäufen ließ. Ich glaube, er wartet darauf, dass einige Aktien billiger werden, bevor er wieder größere Käufe tätigt. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du dies hier kostenlos tun. Hier sind auch noch zwei weitere Videos von uns, die du dir ansehen kannst.